Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es gelesen, heute gibt es ein Amazon-Haul. Ich habe so ein bisschen gesammelt über die letzten Wochen. Ich hatte ja im Dezember auch Geburtstag und Weihnachten. Und das nehme ich jetzt einfach mal mit rein, weil ich glaube, das interessiert den einen oder anderen doch vielleicht. Als erstes seht ihr es schon, ich habe mir eine neue Unterlage gekauft. Das ist eine Glasplatte. Und da ich jetzt ganz viele Marken und alles nennen werde, einmal hier oben natürlich Werbung. Ich habe es aber alles selbst bezahlt, beziehungsweise habe es von meinem Mann zum Geburtstag bekommen. Genau, und zwar habe ich mir eben diese Glasmatte hier jetzt bestellt, diese Glasplatte, die ist von Tonic Studios. Und auf der soll man ja angeblich, ich weiß es noch nicht, alles machen können. Also kleben, schneiden, weiß der Geier, was es so alles wieder abgehen, wenn man drauf schneidet mit dem Cutter, sollen da keine Macken drinne sein oder so. Und das fand ich ganz interessant, weil irgendwann sehen Schneidematten einfach mistig aus. Das ist einfach so. Und deswegen habe ich mir jetzt so eine bestellt. Die hat auch gleich Einteilung, Zentimeter und Inch, meine ich. Also hier ist jetzt Zentimeter. Ja, genau. Und dann A5 und verschiedene Kartenmaße. Und hier haben wir eben auch noch Mattungen zum Beispiel. Hier auch nochmal. Also ganz viele verschiedene Designs bzw. Maßangaben, was ich ganz cool finde für verschiedene Sachen. Genau, das war jetzt eben das Größte, was ich mir jetzt bestellt habe. Und dann habe ich mir zum Beispiel ein Tech-Punchboard gewünscht. Das habe ich von Timo zum Geburtstag bekommen. Ist irgendwie auch schon ein bisschen dreckig, warum auch immer. Genau, da kann man eben so Tags mitmachen. Fand ich eine ganz witzige Idee, wenn man zum Beispiel für Geschenke mal ein bisschen vorarbeiten möchte. Dann bietet sich sowas natürlich an. Ist natürlich wieder nur eine Spielerei, braucht man ja nicht unbedingt. Aber ich glaube, das kennen wir alle, wir Bastler. Es gibt vieles, was man nicht unbedingt braucht, aber was man gerne hätte. Und wenn man es dann auch nutzt, dann finde ich, ist es auch was ganz anderes. Deswegen, ja, einmal dieses Tech-Punchboard. Dann habe ich noch bekommen das Gift-Bag-Punchboard. Das ist für große Geschenkschachteln. Ich kann euch sogar eine zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Auch total einfach, total schnell gemacht. Man kann bestimmt auch noch ganz viel andere Sachen mit dem Punchboard machen, aber das habe ich eben noch nicht ausprobiert. Und da ja ganz viele gesagt haben, sie würden immer ganz gerne sehen, wofür diese Punchboards überhaupt da sind, werden wir das hier zum Beispiel auch nochmal zusammen machen, damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt, wofür das eigentlich im Grunde da ist und wie leicht oder wie schwer es zu bedienen ist. Also jedes Punchboard für sich ist ja immer so eine kleine Hausnummer, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch nicht so, dass ich sofort weiß, wie das funktioniert. Ich musste auch immer so ein bisschen rumtüfteln. Genau, dann habe ich mir zum allerersten Mal einen Auffüller bestellt von Memento. Ich liebe ja dieses Tuxedo Black. Das ist ja ein wasserbasierendes. Ich weiß es immer selber nicht. Genau, das ist ein wasserbasierendes. Das darf man zum Beispiel dann eben nicht bei Aquarell nutzen, weil dann wird sich das auflösen oder verwischen. Und da habe ich mir jetzt das allererste Mal einen Auffüller bestellt, weil ich dachte, komm, nimmst du mal einen Auffüller, anstatt dir ein neues Stempelkissen zu bestellen. Mit Auffüller klappt ja eigentlich immer ganz gut. Nutze ich ja zum Beispiel Faltkarten, da habe ich mir immer pro Stempelkissen gleich einen Auffüller mitbestellt. Und deswegen durfte es jetzt auch endlich mal einer sein, weil ich von diesem Stempelkissen einfach auch so begeistert bin. Dann durften schon mal einziehen neue Ersatzplatten für meine Sidekick. Ich habe ja die Sidekick zu Weihnachten bekommen und ich wollte gerne Ersatzplatten haben. Die sind um einiges günstiger, aber auch nur, weil sie türkis sind, glaube ich. Das ist bei meiner Big Shot auch. Da habe ich auch die türkisen und die sind doch günstiger, als wenn man die durchsichtigen nimmt. Aber ich setze euch die Links einfach unten mal rein, dann könnt ihr mal gucken. Genau, zwei Platten. Ich glaube, die landen jetzt irgendwie um die 5 Euro. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, also nagelt mich nicht drauf fest. Dann ein Stempelset, was nicht günstig war. Es lag, glaube ich, bei knapp 10 Euro. Aber es ist ja auch nun mal kein Billigkram. Also ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt zwischen den Stempelqualitäten, was sich auch ein bisschen auf den Preis auswirkt. Also klar, ich glaube, manche Stempel sind einfach nur teuer, weil es eine Marke ist. Aber ich glaube, es gibt doch Qualitätsunterschiede. Und jetzt hatte ich bei Amazon eben diesen Stempel hier gesehen, dieses Stempelset, Kartenkunst mit ganz vielen tollen Sprüchen, also insgesamt 4 Stück. Und wenn man dann so rechnet, hat man jetzt irgendwie knapp 2,50 € pro Stempel bezahlt. Und das bezahlt man ja auch ganz gerne mal mindestens für einen Holzstempel mit Spruch. Und da habe ich ja auch schon einige von. Ja, ich fand die eben ganz cool. Jahre vergehen, aber ein
Schöner Tag leuchtet ein Leben hindurch. Nutze die Zeit zum Träumen, denn das ist der Weg zu den Herzen, zu den Sternen. Genau, und ich fand, die haben ganz viele tolle Sprüche. Ich mag sowas ja total gerne. Deutsche Sprüche finde ich obercool. Dann habe ich mir schon mal was für meine Sidekick bestellt. Ist von Tim Holz, meine ich. Ja, genau, von Tim Holz. Das sind so eine, wie heißt denn das noch? So, wenn man was markieren möchte, so Seitenmarkierer-Dinger da, keine Ahnung. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auch nicht schlecht. Aber ihr seht es ja so Büroklammermäßig eben, ne? Habe ich mir die einmal bestellt, weil ich die einfach ganz cool fand, weil die, alleine die Formen sind schon mega. Dann ein super Tipp auch für euch fürs Fuse Tool. Ich habe mir das die Aufsätze bestellt fürs Fuse Tool. Ich habe es auch gestern schon benutzt. Leider habe ich vergessen, das Video aufzunehmen. Ich habe nämlich Einladungskarten für den Geburtstag von unserer jüngsten Tochter gemacht. So mit Schütteleffekt und so. Voll cool. Musste ich ja gleich ausprobieren, ob das alles so funktioniert. Und ihr könnt euch zum Beispiel nur diese Aufsätze kaufen und auf euren Brennstab setzen. Also ich habe zwei verschiedene Brennstäbe. Einmal den von Action und einmal von einer anderen Marke. Und da passen die auch mit drauf. Also man braucht gar nicht das ganze Fuse Tool kaufen. Man könnte auch eventuell nur die Aufsätze kaufen. Geht auch. Also bei mir hat es super geklappt. Ich habe alle vier ausprobiert. Alle vier haben funktioniert. Das ist schon eine Hausnummer, bis man daraus hat, wie man das gerade hinkriegt. Also mit ganz dünnen Klarsichtfolien funktioniert es nicht. Es müssen schon die dickeren sein, habe ich festgestellt. Dann kommen wir zum vorletzten Teil. Und zwar habe ich das bei einer anderen YouTuberin gesehen. Ich fand das so cool. Das ist ein kleines Schneidebrett mit einem magnetischen Lesezeichen-Lineal. Einmal in Zentimetern mit Inchmaßen. Und zwar finde ich das eine ganz coole Idee. Dafür nutzt sie es auch. Zum Stempelkolorieren, dass man das nicht immer alles festhalten muss, sondern man klackt das hier so fest. Und dann hält das. Das hält auch wirklich bombenfest. Also da rutscht nichts, wenn du wirklich mit Kraft dann dran ziehst. Aber ich fand das so eine geniale Idee. Gibt es auch noch in groß, aber ich dachte mir in klein, das langt locker für die Zwecke, die ich habe oder wofür ich es nutzen möchte. Genau. Und zum allerletzten Teil kommen wir jetzt. Und zwar habe ich mir das We Are Memory Keepers ABC Punch Dingsbums bestellt. Es hat bestimmt einen ganz tollen Namen da. Word Punch Board. Es ist so cool. Es bringt wirklich unwahrscheinlich Spaß. Ich hatte auch erst so gedacht, ob du damit klarkommst, ob dir das gefällt. Aber es ist echt cool. Es bringt wirklich Spaß. Auch das würde ich euch gerne zeigen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich bin da nämlich echt total begeistert von. Alles, was man ja, wo man so Schrift mitmachen kann, finde ich ja sowieso cool. Und da gibt es auch noch natürlich die anderen Buchstaben. Wir haben alle Buchstaben dabei. Also keiner bleibt außen vor. Und jetzt Lover. Love. Love ist besser. Genau, damit habe ich auch schon ganz viel gemacht. So Kartendesigns, Albenseiten kann man damit super verzieren. Für Scrapbooker schon auch eine ganz tolle Idee. Ja, ich finde es mega. Ich finde es wirklich gut. Und das würde ich euch auch zeigen, wenn ihr das gerne möchtet. Und das war jetzt mein gesammelter Haul von Amazon. Ich werde euch das gerne verlinken. Könnt ihr ja gerne mal gucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, die Sachen, die hier liegen, habe ich soweit alle ausprobiert, bis auf das Stempelset. Aber ich gehe jetzt einfach mal noch voll aus, dass es gut sein wird. Aber das habe ich nicht mehr geschafft. Genau, ich hoffe aber, dass das Video euch gefallen hat. Wünsche euch einen schönen Tag und schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, wenn ich mit euch diese Punchboards hier ausprobieren soll, beziehungsweise euch einfach nochmal zeigen soll, wofür sind sie da, was können sie, bevor wir jetzt da irgendwie große andere Videos zu machen. Genau, wenn ihr sonst noch so andere Sachen schon selber habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr damit gut zurechtkommt oder nicht so wirklich. Würde mich natürlich auch interessieren. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen tollen Tag und freue mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss, ihr Lieben!